Hallo, herzlich willkommen zurück zu Starbase. Heute machen wir mal Hinges und Sliders, also im Endeffekt Türen. So, es gibt hier verschiedene Türen, verschiedene Sachen hier, zack, von kompliziert zu ganz einfach. Hier haben wir noch einen Slider zum Beispiel. So, im Endeffekt funktioniert das alles sehr ähnlich. Und zwar ist es so, hier bei den Hinges, also bei dem Scharnieren ist es so, beziehungsweise auch bei den Slidern ist es so, man kann sich das schön anzeigen lassen, indem man dieses Durability Tool mal nutzt und hier mal draufklickt. Dann sieht man jetzt schön, okay, hier in Gelb, das ist das, was sich nicht bewegt. Und hier, das hier, ist das, was sich bewegt. Also, immer der Part, der hier den Anschluss hat, wie hier zum Beispiel oder hier, der bewegt sich nicht, der ist starr. Muss der mit dem Schiff verbunden sein und was dann da dran hängt, was jetzt gelb ist, das bewegt sich dann. Also je nachdem, wo ich halt hinklicke, ob da oder da, ändert sich das. So, und da kann man jetzt schon sehen, okay, wie groß ist denn die Fläche, wo ich was dran bauen kann. Zum Beispiel hier, jetzt von dem Ding, kann man hier sehen, jawohl, das hat hier oben und hier unten Anbauflächen, kann man dort und da was zusammenbauen, also zusammenschrauben. Dann hier sieht man schön, wenn man das hier anklickt, jawohl, der Slider ist das Ding hier, das slidet dann hier hin und her wahrscheinlich. Hab's selber noch nicht ausprobiert, kann ich gleich mal testen, dann sehe ich das auch. So. Nehmen wir das Ding doch gleich mal. So. Machen wir das mal dahin. Warte mal, ich mach mal das hier weg, weil das irritiert nur. So. Dann eine Drehung und noch eine Drehung. Okay, so. Gut, dann ich baue das einfach mal irgendwo hin. Es ist ja egal. No. Ich baue das einfach mal irgendwo dahin. No, so zum Beispiel. Es ist ja erstmal egal. Wir wollen ja erstmal nur mal gucken, wie es funktioniert. So, dann schrauben wir das Ganze mal fest. Oh, geht an der Stelle nicht. Okay, dann machen wir es von unten fest. Ist auch kein Problem. Zack, zack, zack. So, sollte halten. Müsste festgeschraubt sein, das Ding. Okay, dann schließen wir hier noch ein Kabel an, weil ich denke mal, ohne Strom wird da nichts gehen. Zack, so. Dann haben wir ein Kabel auch dran. Wunderbar. Dann können wir noch Schalter dran bauen und so weiter. Ist auch schön. Können wir gleich direkt machen. Controls. Button. So, war natürlich wieder die falsche Taste. So. Zack. Wie rum der jetzt steht, ist mir gerade eigentlich ziemlich egal. So, okay, dann können wir uns nochmal kurz die Durability anzeigen. Okay, jetzt sieht man es nicht mehr, wenn es verbaut ist. Aber wir wissen, es ist dieses L hier vorne gewesen. Wir haben es gerade angeguckt, wir wissen es einfach. Wir wissen, es ist dieses L hier vorne gewesen. Da drauf kann man Sachen hin und her leiten dann. Okay, dann wollen wir doch mal Plates. Wir nehmen einfach eine Basic Plate mal, ist ja egal. Irgendwas Großes, zack. So, und schrauben das mal da dran fest. Mal übertreiben, ist ja egal. Zack, zack, zack. So, Durability mal gucken. Ah, ja. Okay. Das hält so nicht. Ah, die Platte ist zu groß. Die Platte ist zu groß. Vielleicht sollte ich mal eine kleinere nehmen. Ich glaube... Ah, okay. Mit ein paar mehr Bolzen ist es auch zu beheben. Wunderbar. Okay. Also, was heißt Bolzen? Schrauben natürlich. Bolts auf Englisch, Schrauben auf Deutsch. So. Okay. Dann geht's hier. Open Door State, das ist ja, das können wir wieder umbenennen, wie wir wollen eigentlich. Wichtig ist, dass es eindeutig ist. So, und da gucken wir doch mal, ob sich da schon was tut. Ah, ganz langsam. Aber es slidet, guck doch mal. Schön. Zack, bis zum Ende. Und zack, in die andere Richtung. Wunderbar. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir das vielleicht
erweitern. Das wäre natürlich cool, wenn wir das erweitern könnten. Aber ich befürchte, dass es nicht weiter zum Extenden geht als so. Ich habe es noch nicht ausprobiert und ich wüsste auch gerade nicht, wie es gehen sollte, weil diese Hinges und Sliders immer alle gleich ihre Sachen mitbringen. Also die Connection Points an der anderen Seite. Das heißt, selbst wenn wir das jetzt länger machen würden. Gut, wir könnten es ausprobieren. Warte mal. Dann wird ja beides länger. Wir könnten es mal ausprobieren. Wir könnten es mal ausprobieren. Wir kopieren einfach mal das Ding. Einfach mal hier rüber. Na komm. Magst du nicht so wie ich will? Jetzt aber. Noch nicht ganz. Jetzt aber. Okay, dann machen wir hier das hier nochmal fest. Und dann holen wir uns nochmal kurz eine Platte. Irgendwas Kleineres. Ist egal. So, hier zum Beispiel hin und dann schrauben wir das da drüber nochmal fest. Zack, zack, zack. Und dann gucken wir doch mal, ob das jetzt weiterfährt oder ob wir da noch was machen müssen. Vielleicht geht's ja. Oh. Okay, also das geht nicht. Das müsste, wenn, dann vielleicht zusammenhängen. Müssen wir mal gucken. Also das ist jetzt Jugend forscht. Ich wollte nur gerade eben zeigen, wie das mit den Hinges und Doors funktioniert. Und jetzt machen wir Jugend forscht nochmal. Ihr kennt das ja von mir. Ich bin immer so ein bisschen neugierig. So, gucken wir doch mal, ob sich jetzt mehr tut. Jawohl. Okay, also auch das braucht Strom. Und dann geht die Tür trotzdem nicht weiter auf. Okay. Gut. Vielleicht muss man hier noch was einstellen. Mal gucken, kann man hier was einstellen? Endposition 100. Wenn wir hier mal 200 eingeben. Nur mal so als Frage. Geht das dann? 5. Vielleicht geht es ja so dann weiter. Ja, nein. Okay, also es geht nur eins weit, wie es aussieht. Ja, man kann das nicht weiter ausbauen. Das ist ein bisschen schade. Ja, ich schreibe wieder hier rein. Ja, toll. Ich hasse es. So. Okay. Also. Gut, wissen wir auch das. Haben wir auch das mal gesehen. Also es geht nur immer nur eins weit. Schön. Okay, dann war es das heute auch schon wieder. Oder jetzt aktuell für das Video auch schon wieder. Ich möchte ja das nicht immer unnötig in die Länge ziehen. Also wir haben jetzt hier mal getestet. Das funktioniert schon nicht. Vielleicht gibt es ja da eine Möglichkeit. Ich weiß es nur nicht. Gibt es ja auch. Also ich bin ja nicht allwissend. Aber so geht es jedenfalls nicht. Also so macht man es höchstens stabiler. Aber man sorgt nicht dafür, dass es weiterfährt. Ja, also man kann es so stabiler machen, haben wir gerade gesehen, aber es wird deswegen nicht weiterfahren. Oh, ja, okay. Vielleicht kann man ja diese Schiene. Nein, kann man nicht kopieren. Also die Schiene gibt es wahrscheinlich nicht einzeln, weil sonst hätte ich gesagt, vielleicht wenn wir die Schiene einfach nur kopieren könnten, wäre es natürlich einfacher, aber nein, das geht nicht. Die kommt ja immer gleich mit dem Teil. Ich habe mir das schon gedacht. So, okay, dann sage ich Dankeschön fürs Zugucken. Das war Hinges und Doors, also Scharniere und Türen im Endeffekt. Genau, also der Knopf halt, passend zum Dingens und ja, eine Platte dran. Das gleiche funktioniert eben mit diesen Scharnieren auch. Also, so wie der Slider funktionieren auch die Türen. Guck mal, eigentlich könnte man das auch nochmal zeigen, aber hier sieht man schon Door Open State, das ist entweder 1 oder 0, also 1 für offen, 0 für zu. Beziehungsweise kann das auch andersrum sein. Ihr könnt es ja auch andersrum einbauen. Das ist hier euch überlassen. Ja.
aber so im Grunde funktioniert es. Und nicht vergessen, immer der Part mit den Anschlüssen ist fest am Schiff. Denn andersrum wäre es ja doof, denn diese Kabel, die man hier anschließen muss, wenn sich die bewegen, die reißen ja ab. Also es sind keine flexiblen Kabel, die sind starr. Die reißen ja dann ab. Deswegen das Teil hier festmachen und das, was sich bewegen soll, da dran. Ja, und schon funktioniert's. Man könnte versuchen, ob es mit diesen Ducts funktioniert, wenn die dann direkt zusammenliegen würden, ob das dann Strom und Propellant übertragen würde. Das müsste man testen. Ja. Aber jetzt in dem Fall... Ja. Das war's für heute. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Bis dann, macht's gut. Ciao.